Holter die Polter, spitz dein Ohr am Blocksbergtor. Kannst du hören, wo der Stein der Weisen hingepoltert ist? Auf dem Blocksberg ist viel los. Es ist Walpurgisnacht und die wollen sich die Hexen und Zauberer nicht entgehen lassen. Denn nur heute Nacht gibt der Blocksberg sein größtes Geheimnis preis. Die Steine der Weisen. Doch wie kommt man nun an diese Steine? Sie poltern auf geheimen Bahnen durch den Blocksberg. Zufällig landen sie vor einer Hexe oder einem Zauberer. Aber zum Donnerlütchen nochmal, hinter wem nur? Zusammen mit Kater Hugo von Samt könnt ihr bei der Suche helfen. Psst, ihr müsst jetzt ganz leise sein und eure Ohren spitzen. Horcht ganz genau, zu wem der Stein poltert. Na, habt ihr's gehört? Dann lauft schnell mit dem klugen Kater dorthin und holt euch den Stein. Ha, verflixt und zugenäht, da hast du dich wohl verhört. Kam das Poltern etwa aus einer ganz anderen Ecke? Klasse, gut gehört. Jetzt darfst du den Stein in deine Sammelschale legen. Weiter geht's mit dem nächsten Stein. Holter die Polter, das etwas andere Hörspiel von Moses.